ich bin die Sonja aus der 7. Klasse und mache Wasserspringen. Und heute zeige ich euch 6 Übungen, die ihr zu Hause machen könnt, um euch ein bisschen fit zu halten, zum Thema Kopfstand und Handstand. Die erste Übung ist im Kopfstand, in der Hocke halten. Dabei ist es wichtig, dass ihr schön die Knie am Bauch habt, also dass es schön eine enge Hocke ist, dass die Füße spitz sind und dass ihr mit der ganzen Hand schützt, also nicht so oder so, sondern wirklich mit der ganzen Hand. Ja, diese Übung, also die Position haltet ihr so für 30 Sekunden, das könnt ihr entweder stoppen oder selber zählen, das ist egal. Die zweite Übung ist wieder im Kopfstand, aber diesmal einfach ganz normal Kopfstand stehen und oben halten. Wieder wichtig, ganze Hand, Füße spitz, Knie lang und Po fest. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr schön in der Linie steht. Also nicht irgendwie so oder so in der Banane, also schön in der Linie. Ja, die Übung haltet ihr auch 30 Sekunden, so wie die davor. Die dritte Übung ist im Kopfstand. Ausgangsposition Hocke, dann strecken und nach oben. Wichtig dabei ist wieder Spannung im ganzen Körper und dass ihr nicht so langsam das macht, sondern schön zack, zack. Schön zackig. Die Übung macht ihr 10 Mal. Und ja, die vierte Übung ist wieder Ausgangsposition Hocke. Aber diesmal nach oben strecken. Wieder schön zackig, versucht gleich in der Linie zu sein. Und wieder Spannung im ganzen Körper. Die Übung macht ihr genau wie die andere Übung 10 Mal. Die fünfte Übung ist Handstand an der Wand. Dabei ist wichtig, dass ihr den Armwinkel schön aufdrückt, aus den Schultern richtig rauskommt und die Füße und die Beine lang macht und den ganzen Körper anspannt. Die Übung haltet ihr 30 Sekunden und die letzte Übung, die sechste Übung, ist quasi das gleiche, nur mit dem Bauch zur Wand. Wieder am Rumpfwinkel aufdrücken, aus den Schultern raus, Füße lang, Beine lang, Po anspannen. Ja, also dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Übungen und tschüss.